Hallo Leute, schön, dass ihr wieder bei einem neuen Video von mir reinschaut. Wie auch schon in allen anderen Videos findet ihr meine Materialien in der Infobox. Obwohl das dieses Mal sich sehr beschränkt, denn ich habe mich für die Ballpoint Pen Challenge entschieden. Also zu Deutsch für die Herausforderung, nur mit dem Kugelschreiber ein Bild zu malen. Und ja, das sagt eigentlich schon alles über diese Challenge. Also praktisch ein Bild erstellen nur mit dem Kugelschreiber bedeutet eben auch kein Bleistift und eben auch keine Möglichkeit zum Radieren. Das fand ich das Interessante an dieser Challenge, dass man eben probiert, auch mit Fehlern, die man ja einfach in einem Bild macht. Man malt jetzt ja kein Bild einfach nur runter. Man kann eben so Sachen malen, wo man sich sicherer fühlt oder eben Sachen, die dann neu sind, aber eben auch Sachen, die eigentlich vermeintlich geübt sind und wo man sich eigentlich ganz gut vorbereitet fühlt. Da passieren dann eben immer mal wieder unvorbereitete Dinge und da kann man dann eben nicht einfach radieren, sondern muss dann eben gucken, wie man damit zurechtkommt. Das finde ich immer super an solchen Challenges, wo man nicht radieren kann. Und ich selbst habe auch schon mal eine Zeit lang nur mit Kugelschreiber gezeichnet. Also ich hatte mal eine längere Zeichenpause eingelegt. Und als ich danach wieder angefangen habe, hatte ich wirklich nichts an Zeichenmaterial wirklich da. Also ich hatte nicht mal einen Bleistift gehabt. Und da ich dann aber trotzdem gern was zu Papier bringen wollte, habe ich dann eben den Kugelschreiber genommen. Also ja, wenn man wirklich zeichnen will, dann nimmt man eben das, was da ist. Und das macht ja dann trotzdem super viel Spaß. Und das hat mir dann immer echt viel Spaß gemacht, nur mit dem Kugelschreiber zu zeichnen, eben weil das dann manchmal ganz interessante Sachen dann bei rauskommen, wenn man sozusagen mit Fehlern umgehen muss, die dann nun mal passieren bei einem Bild. Und ja, dann entstehen Dinge, mit denen hätte man gar nicht gerechnet und die sind vielleicht besser als der ursprüngliche Plan. Und was ich an Kugelschreiber so toll finde, ist, dass man eigentlich mit kaum einem anderen mir bekannten Zeichenmaterial so viele Helligkeitsunterschiede, so viele Schraffurmöglichkeiten hinbekommen. Also Schraffur denn schon, aber so diese Helligkeitsunterschiede, das ist glaube ich der Knackpunkt. Also mit einem Bleistift kann man zwar auch hin und her schraffieren, aber so total dunkel und total hell wird das denn, jedenfalls mit den Bleistiften, die ich habe, bei mir immer nicht. Und das klappt irgendwie nur mit dem Kugelschreiber so gut. Und ja, dann habe ich mich eben zu Hause auf die Suche gemacht nach einem Kugelschreiber. Wir hatten 3 Stück da und 2 gingen irgendwie so gar nicht. Also der eine hat gar nicht mehr geschrieben und der andere hat dann immer so ein bisschen rumgekleckst. Und das wollte ich ja auch überhaupt nicht. Also das ist eben so die Herausforderung beim Kugelschreiber, dass man eben aufpassen muss, dass es denn nicht zu messy wird, dass es dann immer noch ordentlich aussieht. Also man kann zwar schön rumschraffieren und auch so ein bisschen, sag ich mal, freie Linien setzen, dass es so ein bisschen leichter aussieht und nicht irgendwie auf jeden einzelnen Strich achten, aber man muss immer ein bisschen aufpassen, dass das nicht so nicht verschmiert. Also ich habe mir dann später auch ein Papierstückchen genommen und untergelegt, damit das dann eben nicht alles verwischt. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich dann in meiner ersten Zeichenphase war, als ich Manga gezeichnet habe, so mit 10 bis 14 Jahren, 15 vielleicht auch noch, da fand ich das Verwischen immer total klasse. Da konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie man das nicht gut finden könnte. Und da habe ich dann auch manchmal ganze Bilder nur verwischt und dann eben die hellen Stellen ausradiert. Das sah eigentlich ganz cool aus, aber jetzt mittlerweile bin ich so überhaupt nicht mehr mit dem Verwischen grün. Also es gefällt mir gar nicht mehr. Also wenn man das gut macht, dann finde ich das noch schön, aber ich kriege das meistens nicht so gut hin, dann sieht es irgendwie einfach nur noch unordentlich aus, deswegen lasse ich das sein. Und ja, viel mehr kann ich fast gar nicht sagen. Also ich habe das Video jetzt nicht auf eine Geschwindigkeit sozusagen beschleunigt. Sondern habe da unterschiedliche Einstellungen genommen. Also jetzt, wenn ich diese ganzen Federn ausmale, habe ich das dann schneller eingestellt. Das ist ja dann eben eine Feder wie die andere.
Und das ist, glaube ich, dann nicht so sinnvoll, das dann alles im Detail dann sozusagen anzuschauen. Aber dann, als ich zum Beispiel das Gesicht noch vorgezeichnet habe, da war das dann eben alles langsam eingestellt. Und so zieht sich das dann eben durch das Video. So Passagen, die dann oft wieder geholt wurden, schneller, und dann eben neue Sachen ein bisschen langsamer. Und ja, ich kann nur sagen, dass mir die Challenge total viel Spaß gemacht hat und dass ich die garantiert nochmal machen werde. Zu dem Bild kann ich eigentlich gar nicht so viel sagen. Zum Anfang hatte ich geplant, was anderes zu machen. Da habe ich mir dann eben so einen kleinen Zettel genommen und so ein bisschen rumskizziert. Also der Plan war, dass ich dann so eine Königin im Profil male, dass man dann eben so schön die Haare malen kann und vielleicht auch noch so ein bisschen Kleid. Und dass sie dann irgendwie so den Arm anstatt so auf einer Stuhllehne eben auf so einem Löwen hat. Und da habe ich dann aber so ein bisschen rumprobiert, wie ich die beiden dann eben so hinstelle und positioniere und vor allen Dingen mit dem Arm. Und nach 3 Skizzen habe ich dann gemerkt, also dass mir da jetzt einfach nichts einfällt, wie ich das am besten hinstelle und positioniere. Und da habe ich dann auch mich ganz schnell von der Königin verabschiedet. Und dann ist mir irgendwie eingefallen, dass Indianer irgendwie auch ganz cool wäre. So Federn malen macht, glaube ich, auch ganz viel Spaß. Und habe ich mir dann auch gedacht, dass es vielleicht ganz gut mit einem Kugelschreiber funktioniert, Federn zu malen. Es gibt ja dann wirklich so Sachen, die sich mit einem Medium besser malen lassen als mit dem anderen. Wenn man zum Beispiel schöne Blumen malen möchte, dann geht das ja teilweise mit Aquarell super, wo man dann mit einem Bleistift ewig sitzt und probiert, das irgendwie halbwegs ordentlich hinzubekommen. Ja, auf jeden Fall habe ich gedacht, Federn ist bestimmt was Cooles für einen Kugelschreiber. Und ja, und da war ich dann, hatte ich eigentlich sofort eine Idee im Kopf, da habe ich dann auch gar keine Skizze vorher gemacht. Und für den Kopfschmuck hatte ich dann mir natürlich so ein paar Bilder im Internet angeguckt, wie das so aussieht. Das wusste ich natürlich jetzt auch nicht aus dem Kopf. Da war dann die Schwierigkeit, dass irgendwie auf jedem Bild immer was gefehlt hat, was ich gebraucht habe. Also auf dem einen war dann irgendwie der ganze Kopfschmuck zu sehen und dann bei dem anderen schon, aber dann irgendwie die falsche Perspektive, also dann praktisch schon ein paar Bilder, dann habe ich da mir rausgesucht und ja, mir das dann selber zusammengebastelt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so wirklich absolut wirklichkeitsgetreu ist, aber ich finde es eigentlich ganz schön geworden und mehr habe ich jetzt eigentlich auch schon nicht zu dem Bild zu sagen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, das Video anzugucken, und auch, dass es hoffentlich nicht zu lang war, aber ich wollte eben nicht, dass man so gar nichts mehr sieht, was ich mache. Das ist immer so ein bisschen die Gefahr, und ja, das war es jetzt erstmal von mir und macht's gut, bis zum nächsten Mal.